Der Ozean, Wiege des Lebens. Leben, das von einer Generation an die nächste weitergegeben wird und das auf unglaublich vielfältige und einfallsreiche Weise. Meeresschildkröten. Manche von ihnen haben Tausende von Kilometern übers offene Meer zurückgelegt, zurück zu den Stränden ihrer Geburt. Normalerweise sind Meeresschildkröten Einzelgänger, doch jetzt ist Paarungszeit. Ist die Werbung des Männchens erfolgreich, klammert es sich an den Panzer seiner Partnerin und besamt die Eier in ihrem Körper. Bei den Papageifischen finden Männchen und Weibchen in einem wirbelnden Tanz zueinander. Im Gegensatz zu den meisten anderen Fischen durchlaufen Handfische ihr Larvenstadium komplett im Ei und schlüpfen als fertige Miniaturausgaben der Erwachsenen. Etwas mehr elterliche Fürsorge zeigen die Seepferdchen. Und das mit vertauschten Rollen. Hier wird das Männchen schwanger. Es präsentiert seine Bauchtasche. Das Weibchen soll seine Eier dort hineinlegen. In diesem Kängurubeutel sind die Eier nicht nur gut geschützt, ihr Vater sondert auch Stoffe ab, die die Entwicklung der Eier fördern. Die Eier werden im Moment der Übergabe vom Männchen besamt. Die Arbeit des Weibchens ist schnell getan. Nun trägt das Männchen allein die Verantwortung und die Brut. In der Bauchtasche entwickeln sich die Eier in einigen Wochen zu winzigen Seepferdchen. Sobald sie schlüpfen, werden sie vom Männchen aus dem Bauch herausgepresst. Schnellstmöglich suchen die Kleinen mit ihrem Greifschwanz Halt, damit sie nicht abgetrieben werden. Besonders bunt treiben es die Meeresnacktschnecken. Wie die meisten Schnecken sind auch sie Zwitter. Das heißt, sie besitzen gleichzeitig männliche und weibliche Geschlechtsorgane. Eine Polonaise der besonderen Art. Die Nacktschnecken begatten mit ihrem Sperma die Vorderfrau, während ihre eigenen Eier vom Hintermann befruchtet werden. So kommt jeder doppelt auf seine Kosten. Nach 2 Monaten im Sand sind die jungen Meeresschildkröten geschlüpft. Mühsam müssen sie sich aus dem Nest buddeln und möglichst schnell das Wasser erreichen.
An Land sind sie völlig schutzlos. Nochmal Glück gehabt oder doch vom Regen in die Traufe? Viele Babyschildkröten werden die ersten Tage nicht überleben. Von dem Gelege aus 100 Eiern werden durchschnittlich nur 2 das Erwachsenenalter erreichen. Doch das reicht aus, um die Art zu erhalten. Auch diese Fortpflanzungsstrategie führt zum Ziel.